Salam alaikum und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit 5 Gründen, weshalb ihr nicht in die Türkei auswandern solltet. Fangen wir an gleich mit Grund Nummer 1, nämlich der, dass ihr euch hier in der Türkei dieselben Standards und dieselbe Qualität erwartet wie bei euch zu Hause, beispielsweise in Deutschland. Die Sache ist die, wenn ihr da immer einen 1:1 Vergleich macht, werdet ihr nie glücklich werden. Ja, und dessen solltet ihr euch auch bewusst sein. Nehmen wir jetzt, wenn wir jetzt bei der Qualität ein Beispiel nehmen müssten, nehmen wir das Beispiel der Eingangstür. Die Eingangstüren in der Türkei sind komplett anders gebaut, andere Materialien, andere Verarbeitung und anderes Deko und, ja, als wie jetzt in Deutschland. Und wenn ihr da jetzt da 1:1 Vergleich macht, ja, dann werdet ihr auch sehr schnell unglücklich werden. Ja. Ihr werdet unzufrieden sein, wenn ihr euch dasselbe erwartet. Das heißt jetzt nicht per se, dass die Qualität in der Türkei schlechter ist oder allgemein besser, und auch bei den Standards heißt es jetzt nicht, dass die allgemein per se höher sind oder niedriger sind. Es ist hier nun mal anders, angepasst an die Gegebenheiten, die hier herrschen. Und wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen müssten von den Standards, ja, nehmen wir mein Lieblingsbeispiel, der Verkehr in der Türkei. Die Verkehrsgesetze sind international, die Schilder sind überall auf der Welt gleich. Ja, wenn da steht 50 auf einem weißen Hintergrund, rot umrandet, wissen wir alle überall auf der Welt, okay, Tempolimit 50, man darf nicht schneller fahren. Ja, so. Die Umsetzung hier ist eine andere. Wenn ihr hier euch in der Türkei erwartet, dass die Leute hier mit 30 fahren und dann bei jedem Zebrastreifen stehen bleiben, ja, dann werdet ihr auch nicht glücklich werden und das bringt euch dann auch nichts, wenn ihr euch denkt, okay, ich schreibe jetzt an die Gemeinde von Alanya oder an den Bürgermeister von Alanya einen langen Brief, am besten gleich 10 Seiten, wo ich mich darüber beschwere, dass die Autofahrer nicht stehen bleiben, das wird euch nichts bringen. Ja, ihr müsst es einfach akzeptieren. Also das schön im Hinterkopf haben, dass hier andere Standards herrschen und eine andere Qualität herrscht. Und dass man da nicht wirklich das alles 1:1 erwarten kann und auch nicht soll, weil dann, ja, wird man unglücklich und wird man nie zufrieden sein. Kommen wir zu Grund Nummer 2, weshalb man nicht in die Türkei auswandern sollte. Und zwar, das ist der, dass man auswandert, um hier ein Angestelltenverhältnis einzugehen. Warum empfehle ich das nicht? Ihr könnt, wenn ihr wollt, ja, keine Frage. Es gibt auch genug Arbeit, ja, auch gut bezahlte Arbeit. Aber es ist halt etwas, was ich jetzt nicht per se empfehle, außer ihr habt so ein ultra geiles, mega krasses Jobangebot bei Bosch als Produktentwickler beispielsweise. Ja, klar, dann würde ich das auch annehmen, ja, sofern die Bezahlung stimmt, und die wird sicher stimmen, ja. Aber jetzt nehmen wir als Beispiel Supermarkt. Ja, nehmen wir die ganzen Supermarktketten. Es fängt damit an, dass die Supermärkte hier von 8.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet haben und nach 22 Uhr dann auch da weiter gearbeitet wird mit Reinigung und Inventur etc. etc. Also die 40-Stunden-Woche gibt es so hier in der Türkei nicht. Also hier arbeitet man ja, 50, 60, teilweise auch 70 Stunden die Woche. Und in Europa ist man das ja gewöhnt mit, ja, Überstunden, mit plus 50% oder Zeitausgleich eben dann auch 50%. Ja, wenn man jetzt eine Stunde länger da ist, geht man 1,5 Stunden in Zeitausgleich. In Österreich gibt es ja noch 14 Gehälter im Jahr und. Also das sind alles Sachen, die gibt es hier nicht so wie drüben in Europa. Und deswegen bin ich der Ansicht und der Meinung, dass man da in einem Angestelltenverhältnis ja, es schwieriger haben wird. Ja, man muss dann halt mehr arbeiten und kriegt dann real dann auch ein bisschen weniger Geld dafür. Also das auch so zu bedenken.
Hinzu kommt noch, dass man eben als Ausländer da es schwieriger hat, da einen Job zu finden. Also deswegen gehe ich da jetzt nicht so auf dieses Thema ein. Ich empfehle es nicht. Grund Nummer 3, nicht in die Türkei auszuwandern, ist der, eben falls euch der Islam und der Gebetsruf stört. Die Sache ist die, der Islam und der Gebetsruf ist ein fester Bestandteil der Türkei. Ja, die Republik wurde jetzt seit fast 100 Jahren, nein, nicht 198 Jahren, ja, 98 Jahren gegründet, aber schon vor der Gründung der türkischen Republik, nämlich im Osmanischen Reich, war der Islam von Anfang an Bestandteil des Staates. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, der Gebetsruf stört mich, dann ist die Türkei auch nichts für euch. Ja, wenn ihr sagt, ich kann den Islam nicht leiden, dann ist die Türkei nichts für euch, ja, denn die Mehrheit hier ist muslimisch, ja, und da werden die Leute zu euch sagen, Mashallah, Inshallah und ja, solche Sachen halt, ne? Also dessen solltet ihr euch schon bewusst sein. Das ist klar, ist wahrscheinlich für viele von euch dann eine Umstellung, um 5 Uhr morgens vom Muezzin durch seinen Gebetsruf geweckt zu werden. Für viele wiederum nicht, ja, aber seid euch dessen bewusst, ja, dass das hier gegeben ist, auch in Alanya, auch wenn viele was anderes sagen, ja, in Alanya hört man auch den Muezzin. So, kommen wir zum nächsten Grund, nämlich Grund Nummer 4, nicht in die Türkei auszuwandern, nämlich ihr habt keinen Bock, Türkisch zu lernen. Wenn ihr nicht Türkisch lernen wollt, dann werdet ihr hier auch nicht sonderlich viel weiterkommen. Außer ihr habt jemanden, der für euch übersetzt, dann ja. Oder ihr seid halt Rentner, ja, und lebt da in euren eigenen Habitus. Gut, wieso nicht, ja, das ist möglich. Aber wenn ihr jung seid, wenn ihr was reißen wollt, dann müsst ihr auch unbedingt Türkisch lernen. Denn es sprechen hier viele nicht Englisch, ja. Deutsch sprechen halt die wenigsten, außer jetzt die Deutsch-Türken, die auswandern, ja. Aber wenn ihr da geschäftlich erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr unbedingt Türkisch sprechen. Kommen wir nun zum fünften und zum letzten Grund, weshalb ihr nicht in die Türkei auswandern solltet, nämlich der, dass ihr euch dasselbe soziale System, dasselbe soziale Auffangnetz hier in der Türkei erwartet wie in Europa. Ja, den gibt es in der Türkei nicht. Klar, der große Vorteil hier ist eben, dass man hier sehr wohl aufsteigen kann, dass man hier sehr wohl viel machen kann, aber so ein soziales Auffangnetz wie beispielsweise in Deutschland und in Österreich gibt es hier nicht. Ihr habt in Deutschland das Hartz-IV-System, in Österreich gibt es die Notstandshilfe, die bekommt man halt das ganze Leben lang. Und das gibt es hier nicht. Ja. Es gibt hier zwar ein Arbeitslosengeld, das bekommt man für 6 Monate und danach, das war's, finito. Und in diesen 6 Monaten interessiert niemanden, ob ihr auf Jobsuche seid, ob ihr euch weiterbildet, ob ihr jetzt für einen Job überqualifiziert oder unterqualifiziert seid. Fragt keiner nach. Ja. Es fragt euch auch keiner nach einer Bewerbungsliste, wo ihr euch beworben habt und wo nicht. Es gibt hier einfach 6 Monate Arbeitslosengeld und dann das war's. Es gibt hier halt diverse Hilfen von Gemeinden oder von Wohltätern. Ja. Aber so ein systematisches soziales Auffangnetz gibt es hier nicht. Was natürlich nicht heißt, dass ihr in der Türkei verhungern würdet, ja, das glaube ich eher weniger, weil da gibt es dann Unterstützung dann durch Gemeinden oder durch Private und im Islam ist es ja so, dass man im Jahr 2,5% seines Gesamtvermögens als Almosen an Bedürftige verteilen muss und das wird hier auch so umgesetzt. Also von daher werdet ihr jetzt zwar nicht verhungern oder so, aber sowas wie Jobcenter hingehen, Stempel holen und dann kassieren und das, also das gibt's hier nicht.
Gut. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video war für den einen oder anderen auch informativ oder auch nicht, ja, je nachdem. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.